Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Wi-Fi-Battle auf dem Sephiroth-Plateau. Wir kämpfen heute gegen Mario. Oh, that rhymes! Ja, er bringt ziemlich krasse Power. Wir bringen aber heute auch ein wenig Power. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich die Pokémon noch nie benutzt habe. Ich habe mächtig viele neue Pokémon am Start, Freunde. Und die wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich probiere sie mit euch aus, ne? Wir probieren sie zusammen aus. Mal gucken, wie die klappen werden. Wie die so funktionieren. Und so, ne? So, auf jeden Fall. wird da ein Klebenetz kommen? Das ist gar keine Frage. Die Frage eher ist, ob dieser Golden Widow... weißt du was? Wir legen einfach mal Steinchen. Wir traden einfach mal Hazards. Denn unser Team ist ehrlich gesagt gar nicht so Klebenetz schwach. Denn wir haben ein paar Schwebe-Pokémon und ein paar Flug-Pokémon, oder? Also hier Lando, ne? Flug. Dann haben wir Topclaw mit Flug, Vladi mit Flug und ein Pokémon, was sowieso immer Prio hat. Also eigentlich profitiert nur Bangirasu und okay, gar nicht mal so schlecht. In Ordnung, wir gehen auf jeden Fall für den Steinhagel, gucken wir mal, was da so passiert. Wir gehen einfach mal straight für den Steinhagel. Schau mal, was reinkommt. Da kommt ein Rotom rein. Was ist es für ein Rotom? Es ist das Rotom Wash. Ich habe mir das Team mal wieder nicht aufgeschrieben, liebe Freunde. Und um das Erdbeben mal easy zu outplayen. Das war einfach Luck. Das Rotom und so. So, ich gehe aber das Risiko nicht ein, dass das Ding mich outspeedet. Deswegen, warte mal, was habe ich hier für ein... Verteidigung, Investment, hier ein bisschen mehr, das ist okay. Okay, dann wechseln wir mal zu unserem Offensiv-Weste Raikou. Mal schauen, ob er es predicted und für den Volt-Switch geht. Oder ob er safe für die Hydro-Pumpe geht. In beiden Fällen sollten wir das relativ easy tanken. Das einzige Problem ist, dass wir keinen Speed haben, aber wir switchen oder wir zwingen ihn fast, um auszuswitchen. Denn das wird nicht so viel tun. Und wir wiederum können jetzt einen schönen Donnerblitz raushauen. Ne? Ich würde einfach mal sagen, wir hauen Donnerblitz raus. Wie gesagt, ich habe mir sein Team nicht aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was Mario im Team hat. Mein Handy liegt mal wieder ganz woanders. Nicht da, wo es sein sollte. Und deswegen, ne. Gehe ich jetzt einfach mal für einen Donnerblitz. Einfach mal, ne? Einfach mal safe. So, das war klar, dass er jetzt rauswechselt. Die Frage ist nur, zu was? Karachia, was? Oh, ja, oh Gott. Okay, alles klar. Ein Knackrack. Gut zu wissen. Hätte ich das gewusst, hätte ich niemals. Ja. Das ist super. Ich weiß nicht, vermutlich wird er für eine Steinkante gehen oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir einen passenden Switch-In dafür, denn wir haben ein Deku-Girl am Start. Deku ist my girl. Ja, die habe ich mitgenommen heute. Denn das ist ein defensives Deku-Girl und resistet beide Steps, beziehungsweise einer davon wird immunisiert, der andere wird resistet. Oh, er gibt einen Schwerttanz. Oh! Der Greedy-Typ. Okay, er will sweepen. Alles klar. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal für den Egelsamen. Einfach mal so, damit das Ding schon mal permanent Damage frisst. Falls er auswechselt, wird das Pokémon, was reinkommt, geleech-seeded. Ich glaube nicht, dass er drin bleibt, denn das wird Stab-Fee sein. Und ja, ich glaube, er wechselt aus. Wir haben keinen Feen-Move auf Deku-Girl. Psst. Okay, Wechsel raus, Karius. Karcharias, das heißt so viel wie Haifisch auf Griechisch. Krass, ist es ein Grieche? Das wär lustig. Karcharias, genau. In Ordnung, dann die Egelsamen werden natürlich hier nicht durchkommen. Die Frage ist jetzt, was wird er tun? Okay, Freunde. Alles klar. Ich habe eine Idee. Wir predikten einfach mal und gehen für den Rückenwind. Einfach so. Denn jetzt sind wir wieder schneller. Trotzdem... Oh, er setzt seine Tarnsteine.
In Ordnung, okay. Okay, Freunde, wir gehen raus zu Bangirasu. Und da sind wir jetzt schneller, außer an Scarfa. Der könnte uns jetzt überholen, dank dem Klebenetz und so. Aber wir sind defensiv und werden auf jeden Fall alles fressen, was da kommt. Und da die Robustheit gebrochen ist von dem Ding... Robustheit, Eisenstachel meine ich, hat das Ding, ne? Oh, Gyro Ball, okay. Wir werden aber auch nicht viel schneller sein. Es ist sehr effektiv, aber wir halten das aus. Und jetzt können wir mit einem sehr effektiven Flammenwurf zurückschlagen. Und wenn da sein Guardjump reinkommt, dann werden wir in der nächsten Runde Ice beamen können, denn wir werden outspeeden. So, er ruft zurück. Er ist ziemlich viel im Switchen, der Mario. Diddy Kong. Wer zum Teufel ist Diddy Kong? Okay, sein Inferno. In Ordnung. Er kennt anscheinend unser Bangirasu bereits. Ist ja auch kein Wunder, ne? Kennt man halt. Das Ding ist jetzt halt, da ich nicht predikten konnte, dass er da hier rein switcht, ne? Ich wäre auf Steinkante gegangen, theoretisch. Aber da ich sein Team nicht aufgeschrieben habe, konnte ich das nicht predikten. Und jetzt wird ein Mark Punch kommen. Und da ein Mark Punch kommen wird, werden wir einfach mal vierfach resisten und mit Evolite Golbat reinkommen. Denn heute haben wir Vladi dabei. Vladi, Freunde. Vladi ist am Start. Vladi findet das ganz cool, was hier passiert. Da kommt der Tempo-Heap. Interessiert uns ein Scheißdreck. So, und die Frage ist, sollen wir heilen oder sollen wir auf Damage gehen? Auf Damage of Doom. Okay, der Rückenwind lässt nach. Das ist nicht so schlimm. Ich würde mal behaupten, falls er in sein Tentantel reingeht, gehen wir einfach mal für einen Superzahn. Denn viel machen kann er uns eh nicht. So, er ruft zurück und das, was jetzt reinkommt, verliert die Hälfte des Lebens. Rotom. Okay. Rotom wird wohl bald down gehen anscheinend. Da kommt der Superzahn. Und jetzt bin ich echt gespannt. Was ist schneller, Rotom oder Vladi? Ist Rotom schneller oder Vladi? Weil wenn Vladi schneller ist, könnten wir roosten. Aber ich glaube fast, dass Rotom schneller ist. Warte mal, Vladi hat 110 Init. Wie viel Init hat so ein blödes... Oh, so ein blödes Rotom? Ich glaube mehr. I think so. Warte mal, das ist nur 100. Aha. Ja, Vladi ist im Gegensatz zu X-Bart leider gar nicht schnell. In Ordnung. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wir könnten zu Deku Girl und für Lichtschild gehen. So, denn das Rotom wird eh in der nächsten oder in der übernächsten Runde spätestens sterben. Und ich glaube nicht, dass er was reißen kann, weil er wird resisted von unseren beiden Typen. Ja, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, was da passiert. So, da kommt ein Donnerblitz. Den tanken wir easy, wie gesagt, Resistances und so. Natürlich legt sich der Sandsturm. Warum? Was zum Teufel? Okay. Wird er sacrificen? Gehen wir für einen Double Switch? Gehen wir für einen Double Switch. Okay, Leute, wir gehen für einen Double Switch in Raikou. Er kann uns nicht viel machen. Wenn er von Wall Switch geht, dann hat er Glück. Wenn er wechselt in sein Tentantel, dann hat er Pech, denn dann frisst er eine Aurasphäre. Wir Double Switchen jetzt einfach mal. Wir haben auch da Offensivweste und tanken beide Moves von ihm gut. Aber so wie es ausschaut, wird er es drin lassen, denn er outspeedet. Gerade weil Klebenetz. Lässt er es drin? Lässt er sterben? Lässt er es tatsächlich sterben? Er wollte es sterben lassen, tatsächlich. Okay, alles klar. Schade, 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 schade. Warte mal, was hatte er? Inferno. Wir gehen einfach mal safe für eine Aurasphäre. Jo, er bleibt drin. Und jetzt revealen wir leider die Aurasphäre. Das bedeutet, er wird nicht zu Zentantel reinwechseln. Schade. Da habe ich ein bisschen overpredicted. Aber es ist halt immer schwierig, ne? Immer will ich die Moves machen und dann... Immer will ich die Plays machen und dann... predicte ich falsch, weil der einfach safe spielt, der Gegner. Naja.
Oh, da kommt der Haifisch zurück. Da kommt der Carcharias zurück. So. Ja, das Ding ist, wir outspeeden auf keinen Fall. Wir outspeeden niemals. Wird er für ein Double gehen? Warte mal, ich habe eine Idee. Wir gehen zu Gaia raus, denn Gaia ist in der Tat physisch defensiv und hat den Bedroher drauf. Das bedeutet, das Erdbeben wird uns nicht treffen und der Drachen, die Drachenklaue oder Wutanfall wird dementsprechend nach verschwächt werden. Oh, er geht für die Steinkante, hat somit irgendwas predicted, aber, und das ist der Grund, weswegen Landorus so gut ist, schaut euch mal den Schaden an. Das ist doch süß, oder? Absolut süß. So, Rotom ist weg. Das bedeutet, er hat keinen Levitator mehr, oder? Sollte zumindest. Ich, wie gesagt, ich habe mir sein Team nicht aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal für ein Erdbeben und gucken mal, was das tut. Er geht für eine Drachenklaue. Und die macht nicht so viel. Die macht nicht so viel. Er ist Lebenorb. Das bedeutet schon mal kein Beulenhelm. Oder Scarf oder was auch immer. Und somit können wir seinen Carcharias rausnehmen. Schaut euch mal das an. Wie schön einfach so ein krasses Knackrack zu tanken ist. Mit einem Landorus. Landorus ist so ein scheiß Monster. Ja, vielleicht wird er jetzt auswechseln, da er seinen Sandhai nicht sterben lassen möchte. Kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob er noch ein Pokémon hat, was fliegt oder Schwebe hat. Aggro. Das war Tentantel, ne? Tentantel wird neutral davon getroffen und das ist Stab. Schauen wir mal. Denkt er vielleicht, ich bin gescarft? Nee, kann gar nicht sein, weil ich ja Überreste reveale jede Runde. Das wird ein Two-Hit-KO sein. Das bedeutet, du musst irgendwas sacrificen. Leute, schaut euch den Pressure an. Ich muss hier stehen. Das ist das, was ich meinte. Fiaro, Landris, Kangama. Das sind alles Pokémon, bei denen man nicht überlegen muss. Man kommt rein, man drückt eine Taste und irgendetwas stirbt. Es braucht keinen Skill. Es sind Autopiloten. Man wirft sie in den Kampf rein. Ne? Man wirft sie wie, keine Ahnung, kleine Kinder auf die Straße oder so. Oder auch nicht. Und ne, dann verrecken die einfach. Es ist einfach nur crazy. Okay, wir werden jetzt kehrtwenden. Wir wollen nicht, dass Pixie hier setupt. Es könnte ein Unaware-Pixie sein. Es könnte aber auch ein Dingens-Pixie sein. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben nämlich hier schon den passenden Counter. Wir gehen für eine Kehrtwende, machen ein bisschen Damage. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er für ein Gedankengut geht. Ne? So. Wir gehen rein zu Vladi. Und die Steinchen schaden uns. Die Steinchen sind böse. Okay. Die Steinchen sind böse, aber das ist in Ordnung. Wir werden das Ding jetzt vergiften. Mit Toxin. Wenn es Unaware ist, beziehungsweise wenn es Magieschild hat, ne? Dann ist es auch in Ordnung, denn dann wird der Giftschock zweimal so viel Damage machen. Dann haben wir die Runde nicht verloren. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zuerst mal für einen Ruhehort, denn wir müssen ein bisschen KP restoren, denn diese Steinchen machen uns krass zu schaffen. So, wir outspeeden zum Glück. Deswegen können wir wohl der Mondgewalt ein bisschen ausweichen. So, jetzt schauen wir mal, für was er geht. Flammenwurf? Aha. Interessant. Auf jeden Fall werden wir jetzt, wie gesagt, für eine Toxin gehen. Er wird denken, hoho, Toxin und so, voll krass, macht nichts. Ich werde aber dann für einen Superzahn gehen, um die Hälfte seiner KP zu senken und dann für einen Giftdingens, ne? Der sollte dann mit der Toxin reichen. So, schauen wir mal. Er wechselt raus, er hat Angst. Golden Widow. Er opfert tatsächlich sein Pokémon. Er opfert. Ja, der Fokusgurt ist gebrochen, das Ding ist vergiftet. Die Sache ist jetzt, wir könnten theoretisch zu Tyranitar und schauen, ob das andere Viech Dingens ist, ne?
Könnten wir tun. Könnten wir tatsächlich. Wir könnten aber auch zu Deku Girl gehen und ein Lightscreen setupen, falls dieses Pixie zurückkommen möchte. Schauen wir ganz einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir gehen zu Deku Girl raus. Das resistet alles, was dieses Voltula uns machen kann, außer einer Käferattacke. Aber die wird jetzt schon nicht predicted werden, wenn dann wäre ich schon ziemlich beeindruckt. So, da kommt der Donner, den ich erwartet habe. Trifft natürlich Deku Girl wegen Facettenauge und wird die Para hervorrufen. Okay, thank you, please and thank you, bitch Nyoga. Alles klar. Gut, dann werden wir trotzdem noch das Lichtschild raushauen, denn ich möchte dieses Lichtschild haben. So, da kommt das Lichtschild. Und dieser Donner wird nicht killen. Oder diese Dingens wird nicht killen, diese Ampelleuchte. So, da kommt die Ampelleuchte. Bap, 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 Nyoga, bitch. Ja, somit können wir Golden Widow noch ein bisschen ausstallen. So, und dann würde ich mal behaupten, klatschen wir mal einen Rückenwind noch raus, ne? Bevor Deku Girl stirbt, wollen wir noch einen Rückenwind haben, denn dann kann Tyranitar ziemlich alles outspeeden, trotz dem Klebenetz. Was ziemlich nice ist, denn jetzt stirbt Deku Girl und wir werden volle Turns haben. Wir haben Lightscreen oben, wir haben Offensivweste, wir haben Sandsturm. Das macht Tyranitar zu einem speziell defensiven Monster. Und wir sind doppelt so schnell. Das heißt, wir können mit Tyranitar fucking nochmal machen, was wir wollen. Golden Widow wird sowieso sterben wegen dem Gift oder Sandsturm. Aber wir wollen das Ding so schnell wie möglich aus dem Spiel haben. Mal schauen, was da passiert. So, jetzt auf jeden Fall treffen uns noch die Steinchen. Der Sandsturm kommt raus. Ey, Leute. Lightscreen, Offensivweste und Sandsturm. Ey, gibt's eine krassere spezielle Defensive? So, schauen wir mal. Ich will das Risiko nicht eingehen, eine Stone Age zu missen. Und dass er nachher für einen Energieball geht und uns wreckt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir gehen safe für eine Verfolgung. Wir werden so oder so outspeeden. Ne, werden wir nicht. Wow. Wir werden nicht outspeeden. Okay, aber das wird... Schaut euch den Damage an, Leute. Alter Schwede. Tyranitar wird wrecken, habe ich das Gefühl. Ich glaube, Tyranitar wird das Haus ziemlich zerstören. So, okay. Tentantel muss langsamer sein. Denn da nützt auch alle Klebenetze und so nichts mehr, ne? Und dieses können wir mit Dingens rausnehmen. Ich hoffe, jetzt kommt er mit dem rein, weil er hofft vielleicht auf Iron Bars und Beulenhelm Damage, um mich zu besiegen. Aber wir könnten ihm eine Flammenwurf reinballern. Außer er hat die letzten Battles gesehen, dann macht das ganz schlau und wechselt natürlich nicht das Ding rein. Er wechselt seinen Haifisch rein, der durch Steinchen ziemlich gedamaged wird. Wir haben schon gesehen, das Ding ist Leben Orb und nicht Scarf. Das heißt, wir werden das Ding ziemlich sicher töten mit einem Eistrahl. Wir werden ziemlich sicher outspeeden. Nee, werden wir nicht. Fucking nochmal. Werden wir nicht. Bangirisu ist einfach zu langsam. Wow. Okay. Schade. Ich dachte, dass Rückenwind plus 2 macht. Aber in Ordnung. Dann habe ich mich vielleicht geirrt. Okay, Freunde. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit für Top Claw. Es ist Zeit für Top Claw, das Feld zu betreten, das Licht der Welt zu erblicken. Leider sind die Tarnsteine am Start, aber Top Claw ist schneller als das Ding, denn es hat eine 110er Base und es ist gebandet, oder? Sollte gebandet sein, ja, es ist gebandet und wir werden alles outspeeden und alles wrecken, Freunde. Denn, und jetzt erzähle ich euch, warum. Warte mal, was hat er noch? Er hat noch 3 Pokémon, ne? Mhm. Ja, noch so ein. Okay. In Ordnung. Alles klar. Okay, wir gehen für den Kopfstoß. 150er Stab. Kopfstoß. Von einem gebandeten Archeops. Oh, und die Rauhaut reicht fast, um uns zur Hälfte der KP zu bringen, um den Schwächling zu aktivieren. Aber nicht ganz. Zum Glück ist der Sandsturm nicht so hart, ne? Ist nicht so böse. Der Rückenwind lässt nach, aber das ist eh egal. Wir outspeeden sowieso den letzten oder die anderen Pokémon. Er hat immer noch... Oh, er hat immer noch Diddy Kong. Stimmt, Tentantel ist ja gestorben, ne?
ja, trotzdem easy. Die Frage ist, werden wir Tarnstein-Damage noch einmal tanken oder wird es uns bis zur Lebenshälfte bringen? Weil das Ding ist, wenn wir jetzt rauswechseln und nachher wieder reinkommen, dann ist Topclaw ziemlich schwach, kann uns aber immer noch behilflich sein. Ja, komm. Dieses Ding packt keine HP Ice, das wäre ein bisschen zu heftig. Wir gehen raus zu Lando. Dieses Panferno kann nichts mehr machen oder ziemlich nichts, denn wie gesagt, wir sind physisch defensiv. Hauen einen Bedroher raus und Dead Donnerschlag. Oh shit, okay, alles klar. Alles klar! Ja, die Sache ist jetzt die. Ja, seht ihr, Landris ist so gut. Landris ist einfach solide. Und deswegen benutzen alle Landris als, bei der WM und so. So, jetzt frisst dieses Ding auf jeden Fall schon mal ein Erdbeben. Das hätte ich vielleicht nicht gemacht. Weil Pixie frisst jetzt halt schon mal ein Stab-Erdbeben. Ich weiß, es ist nicht physisch offensiv, aber es ist immerhin ein scheiß Erdbeben von einem Lando. Alter, what? Das war kein Crit? Ja, Leute, ich sag euch, also, wenn ich Landris öfters mitnehmen würde, dann würde es halt ziemlich scheiße aussehen, ne? Also, Landris ist viel zu stark, Mann. Ich meine, einerseits reg ich mich auf, wenn ich schwache Pokémon dabei, also schwache, ne? Ihr versteht, was ich meine. Low-Tier und ein bisschen von den Werten und von der Usage her ein bisschen schwächere Pokémon dabei habe, reg ich mich auf, wenn ich damit so krass verkacke und die Strategie nicht durchziehen kann. Aber genauso rege ich mich dann wieder auf, wenn ich mit Gaia reinkomme und einfach eine Taste drücke und gewinne. Weil das ist für mich dann kein wirklicher Sieg, weil ich mache ja nichts. Was mache ich denn hier jetzt? Keine Ahnung. Also, wenn dieses Panferno keinen Eisschlag hat, dann wird er mich nicht mehr killen können. So, da kommt Diddy Kong zurück. Jetzt hat er wieder seinen normalen Attack-Stat. Die Frage ist, können wir ihn auch? Ja, können wir. Wir können ihn ziemlich mit allem töten. Topclaw trifft ihn sehr effektiv. Vladi trifft ihn ziemlich gut. Ja, aber wir könnten eigentlich noch, könnten wir... Wisst ihr was, Freunde? Wir scouten einfach mal, ob dieses Ding den Ice Punch hat. Falls es den Ice Punch hat, könnte es nämlich noch gewinnen. Deswegen wollen wir das verhindern und gehen einfach mal zu Raikou raus mit Offensivweste. Wir werden zwar jetzt ein Pokémon mehr verlieren, aber dafür spielen wir safe und gehen auf den Win. So, ja, es ist wirklich schwierig, balanced zu spielen. Also gute Kämpfe sind wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig zu bekommen. So, da kommt der Nahkampf. Jetzt wird er auf keinen Fall mehr irgendwas überleben von irgendeinem Pokémon. So, er hat zwar hier nochmal das Dingens ein bisschen schmälern können, so. Ich weiß nicht, ist er gebandet vielleicht? Ist er gebandet? Also so wie er auswechselt, ist er auf jeden Fall gebandet, weil Donnerschlag, ne? Er muss eigentlich gebandet sein. Ja, okay. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's. Schauen wir uns mal den süßen, schnuckligen Nahkampf an. Tja, Freunde, das ist Landris. Das ist Landris. Guckt euch mal das robuste Pokémon im gesamten Meta an. Das Ding wird zu 30% in jedem Wi-Fi-Battle benutzt. Und zu 100% in jedem Team der World Championships. Und das ist der Grund, weil Landris einfach nur so verdammt solide ist. Das meine ich mit Pokémon, auf die man zählen kann. Es sind starke Pokémon, auf die man immer zurückgreifen kann. Man kann missplayen und trotzdem gewinnen. Mit anderen Pokémon wird das extrem schwierig und Landris ist einfach nur mega stark. Und ich glaube, das haben wir heute gelernt. Auf jeden Fall GG Mario, oder? War Mario, glaube ich. Ich werde jetzt noch ein, zwei Battle aufnehmen und dann langsam mal pennen gehen. Ich muss mich noch vorbereiten für ein Bewerbungsgespräch morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was gelernt habt, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch für ein Team wünscht oder was ihr euch generell wünscht zu sehen. So, wir sehen uns, Freunde. Ich danke fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.